Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Live Alive. Heute die Partie Kamloops Blazers gegen die Kutener Eis. Und wir sind auf einem guten Trip aktuell. Und heute wollen wir es natürlich wieder anschließend so machen wie in den letzten Spielen auch. Nämlich am Ende mit einem Sieg davon kommen. Und Blattmann, der hat sich wieder eingelebt hier bei den Kutener Eis. Er punktet, er macht, er tut und das ist wunderbar. Und heute wollen wir hoffentlich weitermachen. Genau dort, wo wir im letzten Spiel aufgehört haben. Und es gibt eine Neuerung, ich habe es heute Morgen bei Facebook gepostet, also heute ist Samstag, der 14.12., 12.12 Uhr aktuell. Heute Morgen hatte ich einen Post bei Facebook veröffentlicht, jeder, der mich da geliked hat, der kriegt das natürlich immer gleich mit. Es wird eine neue Rubrik bei mir geben und zwar wird kommen eine Stunde mit. Das ist folgendes, also ich habe mir überlegt, ich würde so gerne viele Spiele viel öfter mal probieren oder auch mal zeigen. Aber mit einer Demo immer so 20, 30 minütig, das reicht einfach nicht für manches Spiel. Und zwei Parts für eine Demo, das ist für mich auch blöd, das würde ich nicht machen. Und deshalb habe ich mir überlegt, hey komm, bring doch einfach ein neues Format. Mach doch einfach eine Stunde mit oder wie auch immer, nennt es wie ihr wollt, ich nenne es eine Stunde mit. Und da werde ich dann ein Spiel in 3 oder 4 Folgen zu 15 oder 3 zu 20 Minuten, werde ich dann vorstellen. Und ja, boah. Dann kann man einen Blick kriegen, da kann ich viel mehr Spiele vorstellen, viel mehr habt ihr dann was davon und dann können wir auch viel mehr individualisieren. Also ihr könnt mir dann sagen, boah ja, spiel das und mach ein Let's Play draus oder wie auch immer. Und das finde ich eigentlich richtig gelungen, denn so habt ihr viel mehr Entscheidungsgewalt mit in dem Kanal, was ihr sehen wollt und was ihr nicht sehen wollt. Das sehe ich ja dann anhand sowieso der Zahlen, wie es angeklickt ist und mit den Likes. Ist für mich so ein guter Anhaltspunkt, dass ihr sagt, ja, wir wollen das sehen. Weil ich starte ja ab und an auch mal eine Facebook-Umfrage, wie jetzt zuletzt mit Zoo-Tycoon. Da habe ich auch per PN und unter das Video habe ich auch die Antworten gekriegt. Aber natürlich fehlt die Plattform auf YouTube, um die Leute zu erreichen, die mich im Endeffekt nicht auf Facebook geliked haben. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache so eine Stunde mit draus und dann werde ich ein Spiel zeigen. Eine Stunde, entweder 3 oder 4 Folgen, je nach Spiel, wie sich das entwickelt, weiß ich nicht, aber das ist ja egal. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was wird in Zukunft noch so kommen. Gerade jetzt, wo die Xbox One raus ist. Gibt so viel, was ich noch zeigen will. Und auf jeden Fall können wir da gucken. Da wird bestimmt noch einiges rumkommen. So, jetzt aber zurück zum Spiel. Bleibt man da die Möglichkeit. Aber Manning von den Blazers macht das hier à la Bonheur. Sprich, er macht's gut. Und es steht 0 zu 0. Da steht Team Anaheim. Sehen wir's? Also wir sind geclaimed von den Anaheim Ducks, sind aber abgestellt zu den Kutener Eis. Aber das macht ja nichts. Wie gesagt, wir bringen die Saison gut rum, sind aktuell wieder in Sturmreihe 1 am Start und können jetzt da, können wir natürlich jetzt Tore machen, wir können Assists machen, wir können uns individuell und nochmal unter guten Bedingungen vorbereiten auf die kommende Saison, wo wir dann hoffentlich den Verbleib in der NHL schaffen. Also das wäre richtig krass, wenn dann doch noch ein drittes Jahr dran gehängt wird. Da würde ich mich aufhängen, glaube ich. Da würde ich hier den Schlittschuh an den Nagel hängen und würde dann warten bis NHL 15 oder was weiß denn ich. Nee, aber wie gesagt, das Spiel werde ich auf jeden Fall let's playen, bis NHL 15 kommt. Also Live Alive wird fortgeführt. Die NHL und die DEL, die enden logischerweise März, April. Ich glaube, April, die DEL hat am 7. März, glaube ich, ihren letzten Spieltag offiziell. Dann kommen ja noch die Playoffs. Sollten die Krefeld Pinguine in der virtuellen Saison diese erreichen. Und in der NHL geht das, glaube ich, bis in den April rein. Aber auch da wird es dann spätestens Mai. Wird dann hier Ende sein. Und dann haben wir wieder eine Vakanz von fast 5 Monaten. Und deshalb wenigstens Live Alive, dass wir da überhaupt noch was machen können. Aber es wird ja wieder die Eishockey-Weltmeisterschaft kommen. Und diese werde ich selbstverständlich auch let's playen. Zwar nicht mehr in dem Ausmaß wie letztes Jahr. Da habe ich ja wirklich 72 Spiele gebracht. Jedes Spiel habe ich gezeigt. Und das werde ich dieses Jahr nicht mehr machen. Also ich werde es dieses Jahr wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob ich einen Kommentar draus mache oder ob ich ein Let's Play draus mache. Jetzt haut er daneben. Oder ob ich ein Let's Play draus mache, das weiß ich noch gar nicht. Habe mir noch gar keine Gedanken drum gemacht. Das Blöde ist, war es nicht so, dass Deutschland wieder zweitklassig wurde? Sind die nicht wieder in die B-Weltmeisterschaft runtergerutscht? Ich meine, mich daran zu erinnern können.
aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Kann auch sein, dass ich mich täusche, da muss ich mal nachlesen, denn ohne Deutschland ist es natürlich auch wieder eine ganz andere Sache. Aber wir werden die Eishockey-Weltmeisterschaft dennoch zeigen. Vielleicht werde ich da so eine Zusammenfassung immer machen von den Spielen. Ich muss mal gucken. Hat natürlich auch viel damit zu tun, wo bin ich zu dem Zeitpunkt? Bin ich da noch in Köln oder bin ich da schon wieder zu Hause? Dass ich im Endeffekt mehr Zeit... Was? Nee, Ellenbogen-Check. Ja, wie gesagt, bin ich da wieder zu Hause? Habe ich dann also mehr Zeit? Dann kann ich quasi so eine Zusammenfassung immer bringen. Oder aber bin ich nicht zu Hause? Ich muss mal gucken, irgendwie. Auf jeden Fall wird die Weltmeisterschaft bei mir kommen. Und dann haben wir nochmal 4 Wöchlein Überbrückung. Dann haben wir schon Ende Mai. Und dann ist es nicht mehr lang. Dann kommt die Sommerpause. Juni, Juli, August. Und im September geht es dann los. Ich hoffe natürlich und ich poche drauf. Und so wird es auch kommen. NHL 15 für die Next-Gen-Konsole. Wird natürlich ein heißer Tanz. Wird richtig geil. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was da für Neuerungen auf uns warten und was da noch alles passiert, mit wem was gemacht wird. Ach, da gibt es wieder so viele Möglichkeiten. Vielleicht bietet sich dann da nochmal was mit dem Harry an, mit dem ich ja aktuell immer noch sehr gut im Kontakt bin. Und von dem her, da wird das ein oder andere bestimmt noch kommen. Aber jetzt erstmal zurück zu dem Spiel der Kutener Eis. Und der Pass, der war noch gedrückt von vor 100 Jahren. Den führt er natürlich auch noch aus, ist ja klar. So. Jetzt müssen wir uns aber mal drum bemühen, dass wir hier mal einen Treffer machen. Ich würde ganz gerne mal 1-0 in Führung gehen. Freunde, die Gepflegten. Ja, was ist jetzt? Seid ihr zu doof, an den Puck zu kommen, oder was? Mann. Kann ich nicht hören, da kann ich nicht. Komm jetzt, mach es, Atze! Das gibt's nicht. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, bei den Hamburg Freezers hat man der Paul Manning gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Erinnere ich mich da vage dran bei NHL. Boah, 2005, 6, 7, 8, irgendwas. So um den Dreh rum. Kamloops. Wir haben 4 von 5 Bullies gewonnen und jetzt 5 von 6. Also da zeigt sich gerade so ein bisschen unsere Schwäche. Achtung! Ah, es will natürlich nicht. Und wir kriegen aktuell kein Tor. Jetzt vielleicht. Ah, da ist er nicht zu trennen von der Scheibe. Komm! Ah, zu voraussehend. Schade. Jetzt muss ich raus. Werde ich auch gleich tun. Aber erstmal Defense. Obwohl ich da jetzt nicht so viel dazu beigetragen habe. Aber was nicht ist, das kann noch werden, so wie jetzt. Ich muss eigentlich gehen, Freunde. Und meine Mannen, die kriegen es wieder nicht gebacken, hier die Scheibe unter Kontrolle zu bringen. Und raus. Raus, die Ömmel. Jawohl. Komm, zieh, Bloody. Gegen Connolly. Auf geht's. Schade. Hey, das kann nicht sein. Ich muss doch einfach nur raus. Ah. Was macht der denn? Okay, jetzt gehe ich direkt, bevor ich wieder in Schwulitäten komme. Komm, geh. Uiuiuiui. Und da kam die Möglichkeit für die Blazers. Ja, ja. Hier nochmal Schussversuch von der 14. Vom guten Bloody LP. Und wir sind schon wieder drin, aber wir haben keine Energie. Tja, bringen so ein bisschen die Aufstellung des Trainers durcheinander. Komm schon, letzten 7 Sekunden. Ja, genau. So siehst du mir aus. Komm, dich hau ich noch weg. Oh, Pause. Drittel vorbei. 0-0 steht's. Auch nach 40 Minuten und wir müssen langsam mal anfangen, hier Tore zu schießen. Ansonsten wird das hier eine Never-Ending-Story. Und das wollen wir alle nicht. Und man kann es hier sehen, Kutenai 10 Schüsse, die Kamloops Blazers 8. An der Anzeigetafel konnte man es erkennen. Und ein Drittel haben wir noch. Am heutigen Samstagmittag bei Lift Alive. Staying Alive. Auch über das Ding. Ja.
Das war, also das war ja mal nix, ne? Also überhaupt nix. Lipon auf Berghol. Und jetzt muss ich wieder rüber. Entscheidet euch. Tja. Gegen mich kommt keiner an. Lasst es uns probieren, Freunde. Ah, oh, Mann. Komm, 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 komm. Ah, oh, Mann. Mist, verdammt. Ja, 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 Reinhard. Aber ja, genau. Spiel in den Rücken, echt. Das passt alles gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wow, 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 wow. Aber das hier fast umso besser. Jetzt vielleicht. Komm, yes! Und wenn es keiner macht, dann mache ich es eben alleine. 8 Minuten gespielt fast im letzten Drittel. Elcock. Und Blattmann trifft erneut nach Vorlage von Austin Richardson. Zack! In altbewährter Manier das Kanas Schlagschüsse da drauf. Bringt seine Kutener Eis in eine knappe 1-0-Führung. Und ich glaube, damit dürfen wir uns jetzt erstmal auf die Bank verabschieden. Turn war ja eigentlich schon vorbei, so ist es. Aber wir haben A+, A+, und A+. Und besser kann man es eigentlich nie machen. Oder was heißt eigentlich? Kann man es nicht machen. Dejeuner. Jetzt am besten noch 2-0 hinterher. Das wäre natürlich optimal. Dann könnten wir ein bisschen zurücklehnen. Und ein bisschen die Show genießen. Achtung, Uli. Uli! Oh, wow, wow. Skapski macht das hier sehr, 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 sehr mutig. Wir führen nur knapp mit 1-0 und der... Ja, komm hier, tipp in. Auf geht's, Freunde. Macht was draus. Solange die Scheibe vorne ist, kann hinten nichts passieren. Das ist die logische Folge draußen. Da ist er wieder. Der Torschütze zum 1-0. Wir haben noch 5:40 auf der Uhr. Oh, fuck. Also den habe ich mal richtig aus dem Leben geballert. So, komm, rüber. Ja, 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 den hast du. Shirley. Oh, Freund. Freundchen. Ah, das war blöd. Komm, 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 komm. Bleib dran, Reini. Reini, jawohl! Und was für ein Tippelding. 2-0, 3:19 noch im letzten Abschnitt. Und da müsste ich eigentlich, glaube ich, kriege ich da meinen Assist? Nein, schade. Shirley und Weller. Sam Reinhardt macht das 2-0 für die Eis. Und das war unglücklich für den Torhüter hier. Da trippelt die Scheibe irgendwie zwischen Hand und Fuß und Körper und Pfosten durch. Gut für uns, schlecht für die Blazers. Aber aktuell läuft, würde ich mal sagen. Oh ja, Scheibe geht noch mit. Zack! Ah, jetzt kann man ein bisschen experimentieren. Versuchen, hier noch ein bisschen was rauszuholen. 90 Sekunden noch. So, zurück, zurück, zurück. Empty Net Goal wäre noch machbar. Ah, jawohl, da ist er schön dazwischen gegangen, der Mann. Der Blattmann. Ah, den Check, den wollte ich nicht fahren, weil sonst hätte es mich wahrscheinlich wieder gekostet. Ich muss eigentlich raus, aber das werde ich nicht tun. Sondern die Leute, die brauchen mich hier. Achtung, Achtung, Achtung. Torhüter ist schon raus von den Blazers. Achtung! Oh, oh, oh. Okay, ab die Post und ab geht's. Jetzt können wir es entscheiden und wir tun es. So ist es. 3-0. Kutenai, 20 Sekunden vor Ende. Gibt es also das alles entscheidende 3-0. Auch wenn ich sage, beim 2-0 war es eigentlich auch schon entschieden. Aber wir machen den 13. Treffer im Spiel. Und zack. Nochmal einen Punkt draufgelegt, 2 Punkte heute Abend wieder gemacht. Unser Schnitt im Moment immer 2 Zähler. Und damit können wir gut leben. Würde ich sagen. Das passt alles soweit. Alles A+, hier sehen wir es nochmal. Aufgaben haben wir immer noch keine. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Ich kann es gar nicht sagen, ob man da mal irgendwelche Aufgaben hat oder nicht. Oder wie auch immer. Bislang war ich ohne. O'Connor.
Oh, Strafe angezeigt und das gibt eine fünfminütige. Oh, da ist er verletzt. Das war ein Check gegen den Kopf. Und das tut weh. Wir sehen was nochmal. Bam, O'Connor aus dem Leben genockt. Und dafür darf er gehen, der Ryan Rehill. Bekommt den Spielverweis wegen hartem Checking. Und wir haben noch 4 Sekunden, da wird nichts mehr passieren. So ist es. Ich hau ihn noch um zur Strafe. Und das war's. Kutenai gewinnt auch dieses Pflichtspiel mit 3:0. Souverän gegen Kamloops. Aber am Anfang ein bisschen hat es gehadert, aber es hat gepasst. Und wir schauen uns gleich die Tabelle an. So, und da gab es einen Sieg, einen weiteren gegen die Kamloops Blazers. Und als nächstes treffen wir auf die Kelowna Rockets. Und die sind, glaube ich, Erster der Western Conference, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Und wir spielen jetzt erstmal die nächsten 2 Spiele noch gegen Mannschaften der Western Conference. In der Eastern Conference, Madison Head jetzt alleiniger Erster, dahinter Prince Albert. Dicht gefolgt von Kootenai, dahinter Lethbridge, Calgary, Regina, Brandon, Swift Current. Die Red Deer Rebels auf 9. Und dahinter Moose Jaw und etwas abgeschlagen Saskatoon und die Edmonton Oil Kings. Tja, liebe Freunde, das war's wieder von dem Spiel. Morgen am Sonntag kommt das letzte für diese Woche. Dann werden wir uns wieder aufbessern. Werden einfach mal schauen, wohin die Reise geht. Und selbstverständlich werden wir uns nochmal um die Statistiken kümmern. Wie sieht's denn eigentlich aus um unseren Bloody LP? Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.